Der erste DLC für Far Cry 5 ist da und wirft düstere Schatten auf das, was da im Season Pass noch kommen soll. Wie passend, dass die Vietnam-Erweiterung Hours of Darkness oder eben düstere Stunden heißt. Denn bei Licht betrachtet ist das Add-on ein trauriges Beispiel lustloser Inhaltserstellung. Ubisoft Shanghai schickt uns in Hours of Darkness in den Vietnamkrieg. In der kurzen Comic-Einleitung werden wir und unsere Kameraden abgeschossen, danach sollen wir uns durch einige Dschungeltäler bis zu einer amerikanischen Basis durchkämpfen, von wo wir dann ausgeflogen werden. In den kommenden 2,5 bis 3 Stunden schleichen und ballern wir uns also durch die grüne Hölle, befreien nebenbei noch südvietnamesische Kriegsgefangene, unsere eigenen Kameraden und erledigen auch noch jede Menge Nebenaufgaben, die wirken, als hätte einer der Entwickler auf den Knopf mit der Aufschrift langweilige, generische Missionsziele gedrückt. Außenposten einnehmen, Propagandalautsprecher zerstören, Flaks sprengen und NVA-Kommandanten ausknipsen. Das klingt alles nach der typischen Far Cry-Nebenaufgabenformel, aber wo sich die Hauptkampagne noch die Mühe gab und eigene Story-Konstrukte um die eigentlich immer sehr ähnlichen Aufgaben strickte, verbirgt der DLC seine Lustlosigkeit in Sachen Abwechslung gar nicht erst. Da kann dann auch der Settingwechsel nicht lange begeistern. In Sachen Story passiert übrigens bis auf ein paar Funksprüche auch nichts weiter. Es gibt ja eigentlich auch keine klassischen Hauptmissionen. Immerhin kämpfen aber unsere bis zu 3 KI-Kameraden fleißig an unserer Seite, können allerdings auch sterben und kommen dann nicht zurück. Ich hatte beim Durchspielen leider das Problem, dass mein ganzes Team irgendwann abgeschossen wurde, zumindest laut Menü. Tatsächlich liefen die beiden hier aber noch fröhlich durch die Gegend. Sie waren halt nur nicht mehr meine Kumpels. Ich glaube, das nennt man Fahnenflucht. Vielleicht wurde ihnen aber auch nur langweilig. Ich könnte es ihnen nicht verübeln. Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, dass Schleichen jetzt durch ein mehrstufiges Bonussystem belohnt wird, bei dem man zunächst leiser ist, dann weniger Fallschaden und andere Boni bekommt und später Gegner in der Nähe automatisch markiert. Wird man entdeckt, ist der Bonus verloren, bis man wieder genug Gegner im Nahkampf ausgeschaltet hat. Tja, und mehr gibt's über Hours of Darkness dann auch nicht zu sagen. Wirklich keine Glanzleistung. Im Gegenteil, der erste DLC für Far Cry 5 lässt mich nicht gerade erwartungsvoll auf die angekündigte Mars- und Zombie-Erweiterung blicken. Wer also mehr Far Cry 5 haben will, sollte sich lieber im Arcade-Modus nach ein paar guten Maps aus der Community umschauen. Die gibt's wenigstens kostenlos.